Oh, hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Fallout 4. Wir sind zu Hause und wollten noch ein bisschen rumschrauben an unserem Gedönse, was wir hier also gesammelt haben, wie zum Beispiel Rüstung möglicherweise. Den Champion linken Arm. Wir müssen uns halt echt mal überlegen, was wir denn jetzt wirklich tragen wollen. Weil wir haben jede Menge Zeugs, aber. Plus 2 Glück, plus 1 Stärke und Ausdauer. Das brauchen wir vielleicht im Moment noch, aber später, wenn wir ein bisschen weiter geskillt sind, werden wir das wohl nicht mehr brauchen müssen. Weil hier zum Beispiel bei Intelligenz sind wir ja schon auf. Auf was sind wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Intelligenz ist zum Beispiel voll. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas haben, was die Intelligenz steigern würde. Ich weiß ja nicht, ob das so ist. Aber bräuchten wir das Ding zum Beispiel schon mal nicht. Da Charisma und Intelligenz. Na? Können wir uns also an den Helm stecken. Polymer. Okay, können wir alles noch nicht machen, weil wir das noch nicht geskillt haben. Also das heißt, Rüstung brauchen wir noch nicht, brauchen wir nicht dran rumputschen. Das macht noch keinen Sinn. Wir gucken mal ganz kurz eben, ob ich hier die ganze. Worunter ist das denn nochmal? Ist das Munition? Ist das Hilfsmittel? Ist das, ist wahrscheinlich Munition, ne? Fusionskern, Fusionskern, Fusionskern. Wo ist denn mein Fusionskern? Da, Fusionskern. 4 Stück. Und ein Angefangener wahrscheinlich. Wir haben 20 Fusionskerne plus 3. Also. Pff. Haben wir hier noch? Wir müssten uns eigentlich mal irgendwo ein. Eigentlich könnten wir uns hier mal so eine kleine Power-Rüstungsgarage-Gewubbel draufstellen. Ich glaube, wir bauen jetzt. Wir bauen mal wieder ein bisschen was. Wir haben schon lange nicht mehr gebaut. Ich habe gerade Bock auf Bauen, deswegen bauen wir jetzt. Highbox-Smasher. Da drüben haben wir unseren Marktplatz gebaut. Der ist immer. Ey, wird, wir können hier drauf. Was? Das schaffe ich nie wieder, wetten? Ich sag doch, das schaffen wir nie wieder. Einmal hier drauf gehüpft. Na egal, am Marktplatz sind wir halt immer noch nicht viel weitergekommen, obwohl wir uns hier sehr, sehr viel Zeit gelassen haben, um das hier alles auf eine Ebene zu bringen. Das war sowas von eine scheiß große Arbeit. Und jetzt haben wir noch nicht weitergemacht. Naja. Früher oder später wird da auch nochmal ein bisschen gewerkelt, denke ich mal. Hier wollte ich dann jetzt ganz gerne mal ein Häusle bauen. Strukturen, wir bauen das Ganze schnell mal eben aus Holz. Wir bauen nicht aus. Fertig. Wobei Fertighäuser. Dann könnten wir doch eigentlich direkt hier das mit den. Was hast du, ein Flachdach? Das können wir dann hier so überstehen lassen. Dann wird das Ding noch ein bisschen größer. Und das ist eine schöne Ecke hier. Die könnten wir eigentlich so nehmen. Das ist ein komplettes fertiges Haus. Und noch ein, ja, noch ein größeres Haus. Spielt Stranded Deep Box Smasher. Ja, ist auch ein schönes Spiel. So, mal hier mal gucken, dass ich das hier genau drauf gepatscht kriege auf die Ecke. Oder wir lassen es wirklich extrem weit überstehen. Das ist natürlich Möglichkeit dabei. Können wir machen auch. So, wenn der dicke Junge jetzt hier nicht die ganze Zeit mal,
Ich glaube, das wird hier ein ziemlich cooles, großes Ding. Ja, das steht doch super hier auf der Ecke eigentlich. Naja, vielleicht sogar schon ein bisschen zu weit draußen. Wenn das hier der normale Fußweg ist. Wenn wir den wirklich freilassen wollen, dann ist das zu weit draußen. Komm, wir machen das mal ein bisschen kleiner. Aber wir können es ja trotzdem noch ein bisschen... Ah, komm, wir sind gar nicht winklig. Nicht ganz. So ist es, glaube ich, ziemlich gut. Wir können das aber hier noch ein bisschen weiter rausziehen. So bis zur Ecke direkt. Warnung schon mal an alle anderen. Das kann sich jetzt wirklich eine ganze Weile hinziehen, bis ich jetzt hier fertig bin. Das ist zu nah an der Kante, glaube ich, oder? Sieht ein bisschen blöd aus. Ich glaube, so kann man das erstmal lassen. Dann schauen wir jetzt mal, was wir hier noch so an Strukturen haben, an weiteren Strukturen. Kann man das Ding hier direkt dran snacken, eventuell? Na gut, Fenster können wir jetzt natürlich dann nicht bauen, ne? Aber ich glaube, Fenster werden sowieso immer total überbewertet. Na komm, snack ein da. Ach so, ja, das ist so ein schönes Ding. Das ist auch super. Das gefällt mir richtig gut. Ja, diese Fertigdinger hier schön und gut, aber ich glaube, am besten kann man halt immer noch arbeiten, indem man einfach die Holzböden setzt und dann sich darauf alles aufbaut. Wie man halt gerade so lustig ist. Und ansonsten haben wir halt auch immer diese Pöller hier rumstehen. Kann man eigentlich nehmen. Die sind ja eigentlich ganz schick. Die haben aber auch keine Fenster, ne? Gibt es überhaupt Fenster in diesem Spiel? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Eher nicht, ne? Ja, nicht, würde ich sagen. Na gut, dann machen wir hier doch mal, würde ich sagen, offen, dass wir wenigstens ein bisschen rausgucken können. Mal am Wetter schauen. So, das passt nämlich jetzt hier zusammen. Das geht. Jo, das kann man machen hier. So, dann haben wir nämlich jetzt hier nur diese Dinger und die äußeren können wir uns hier schenken. Das heißt, das werden wir dann jetzt wahrscheinlich mal komplett umbauen. Dieses Ding hier verwerten wir. Und dieses Ding verwerten wir auch. So. Dann werden nämlich jetzt erstmal Böden gezaubert. Ach, hier geht es jetzt natürlich wieder nicht, weil besagte Ecke hier im Weg ist. Da müssen wir wohl gleich nochmal ein bisschen drüber gehen. Wobei ja eigentlich Holz ein bisschen schöner ist, aber...
Wollen wir uns jetzt mal nicht drum streiten. Hier ziehe ich das jetzt einfach mal rüber. Und hier könnten wir es theoretisch auch machen. Aber dann wird es ja unsymmetrisch und das ist nicht schön. Ja, hier müssen wir ein bisschen was wegnehmen. Sonst passt es nicht. Aber das können wir erstmal hier drüben hinstellen. Ich weiß, es ist jetzt gerade nicht so spannend wie irgendwie Rumgeballer oder sonst was, aber... Ich will das gerade machen, deswegen ist mir das Wurst. So, das Ding nehmen wir mal eben mit und stellen es hier neben. Ach, es war einfach nur mit den Tasten, genau. So, hier brauchen wir dann das kleine Action. So, wenn man einmal jetzt dahinter gekommen ist, dann weiß man auch, wie es funktioniert. Aber ansonsten habe ich da echt eine ganze Weile dran rumgeprutscht, bis das irgendwie mal geklappt hat. Das Ding kriegen wir jetzt hier nicht ineinander kombiniert. Irgendwie, auf irgendeine magische Art und Weise. Das finde ich jetzt aber blöd. Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Diese Ecke ist ja auch noch nicht so wunderschön gelöst. Wir könnten ja hier das Ding noch weiter nach hinten ziehen, bis zum nächsten Haus dran. Aber vielleicht auch noch eine Option. Ich bin schon wieder voll im Bauwahn drin hier gerade. Ich sehe es, ich merke es schon. Es würde wahrscheinlich sogar gehen, wenn der ganze Mist hier nicht steht. Boah, und irgendwo da hinten muss ich mir dann auch nochmal eine andere Base aufbauen. Oh Gott, jetzt bin ich im Baufieber. Ja, ich bin im Baufieber. Ich merke es schon. Okay, und das hier passt jetzt hier gerade eben nicht hin, weil es ist so, oder? Weil es ist so. Vielleicht können wir den hier hinbauen. Ein bisschen Glück. Ah, das ist ja witzig. Hier gibt es die Dinger ja auch noch in klein. Das hätte mir auch mal vorher auffallen können, dass es die auch noch mal in klein gibt. Da kann man sich auch noch mal einen zurechtbasteln. So,
Das liegt da Ding hier noch rum, das können wir auch nochmal kurz verwerten. Ich habe jetzt. Ach so, da läuft ja die Uhrzeit, ist ja klar. Kommen wir hier. Noch näher dran. Die Antwort lautet wahrscheinlich nein. Ich würde gerne jetzt noch eine Wand erstmal dran pflastern. Vielleicht auch mit, dass man reingucken kann. Das ist ja okay. So, und hier meinetwegen auch noch. Genau, dann machen wir hier jetzt mal eine Tür rein. Ich glaube, die Dinger müssen erst rein hier. Ja, erst die Dinger setzen, dann können wir die Tür hier vorsnacken. Und dann ist halt nämlich auch ein ordentlicher Abschluss hier. Hier brauchen wir jetzt aber noch so ein kleines Treppchen. Ich hoffe, es gibt hier so eine ganz kleine Furztreppe. Hier so ein Tritt. Ah, guck mal, sehr schön. Die gibt's hier. Den können wir sogar direkt an die Tür dran machen. Ah, super. Das gefällt mir immer besser, was ich hier mache. Ja, das gefällt mir. Das wird richtig cool, wenn es fertig ist. Wenn es denn mal fertig ist in so ein paar Jahren. Hier müssen wir halt irgendwie noch den Übergang hinkriegen. Ich glaube, den Übergang haben wir gerade. Nicht ganz. Also der Theorie nach müsste man das eigentlich sogar hinstellen können, irgendwie. Ich frage mich jetzt gerade nur, was blockiert der? Ach, der Über... Ach, das Überdach stört. Ach so, ja, das muss einem ja auch mal gesagt werden. Das ist hier einfach mal einen ganz normalen Bretterverschlag. Ich sag mal. So für das Erste reicht der jetzt ja hier auch. Ja. Hier können wir dann irgendwie ein bisschen offen lassen. Hauptsache hier ist es ein bisschen zu. Man sieht den Boden nicht. Ich glaube, es gibt eine Höhenbegrenzung beim Bauen, ja. Ich weiß aber nicht, wie hoch das genau ist. Ich meine, es wäre irgendwie nach 8 Stockwerken oder so wäre Schluss. Es gibt auf jeden Fall eine Höhenbegrenzung, das weiß ich. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie hoch das wirklich jetzt ist. Okay, hätten wir jetzt hier normale Foundations gebaut, dann wäre es jetzt noch ein bisschen schöner geworden, aber haben wir jetzt nicht, deswegen müssen wir jetzt gerade mal damit leben. Hier machen wir nochmal einfach einen Tritt hin. Da müssen wir jetzt hier eigentlich hochkommen, ohne Probleme, perfekt. Haben wir mal einen schönen Übergang hier in dieses Gebäude hingekriegt. Diese Wände, die hier rumstehen, sind auch sehr schön. Allerdings nicht wirklich.
Da brauchen wir nochmal eine Ecke. Ist das eine geschlossene Ecke? Das ist eine offene Ecke. Ach, da kann man da auch noch eine Tür hinmachen. Ja, klar. Stehe. Hier muss ich mir was einfallen lassen. Moin, OkayTuber. Warum ich so ein großes Haus baue? Die Antwort lautet einfach schlicht und ergreifend, weil ich es kann. Nee, weil ich Platz haben möchte. Ja, ich muss ja expandieren. Na gut, ich muss nicht, aber ich möchte. Warte mal, das hier können wir mal ganz kurz nochmal eben verkaufen. Kriegen wir das hier jetzt auch noch irgendwie zugenagelt? Irgendwie nicht. Warum? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen blöd. Warum geht das nicht? Erstmal ein normales, einfaches Dach drauf. Allerdings möchte ich hier gerne ein Flachdach haben, oder? Ist das eine Innen? Ne, das ist auch ein normales Flachdach. Ach, guck mal, hier haben wir diese coolen Überhänge. Die hier natürlich wieder nicht drauf passen. Da doch. Wo müssen die noch ein bisschen höher? Okay. Was haben wir hier? Ich habe diese Dinger noch nicht ganz verstanden, wofür die da sind. Ist auch egal. Das heißt, das Zeug können wir eigentlich auch nochmal hier vertickern. Dann bauen wir das hier weiter dran. Setz das da hin jetzt. Ja, so können wir nämlich jetzt hier weitermachen. Dann passt es nämlich auch alles wieder. So, jetzt mache ich erstmal die Grundform fertig. Ansonsten dauert das hier noch Jahre. Na komm. Na, ich bin zu blöd, das Ding da rein zu snacken. Das gibt's nicht. So, und da wollte ich jetzt eigentlich noch eine Tür. Ah, da sollte die Tür hin. Gut, hier passt es natürlich jetzt gerade wieder nicht. Da können wir eventuell mit einer Außenecke arbeiten. Und es ist hier allerdings offen. Oh, das macht ja eigentlich nichts, oder? Nö. Das macht nichts, das können wir so lassen. Ja, das lassen wir so.
gibt es das Ding auch noch als halbes. Ich glaube nicht. Nö, gibt's nicht. Machen wir die beiden hier noch fertig. Und dann passt es hier fast. Schön windschief, in alle Richtungen wie immer. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier ein Dach drauf kriegen, damit das mal ein bisschen hübscher wird. Das ist ein Flachdach. Das ist kein Flachdach. Hallo Andy. Gibt es echt hier kein Dreiecksdach? Finde ich jetzt persönlich echt ein bisschen schwach, dass es das hier nicht gibt. Macht mich jetzt gerade ein bisschen traurig irgendwie. Nein, eigentlich nicht, aber. Können wir die hier oben dran bauen? Eigentlich? Nee, ne? Auch wieder nicht. Das ist so, weil es mich, glaube ich, einfach ärgern möchte. Ich muss ja jetzt mal irgendwie aufs Dach drauf kommen. Hi Toni, falls du gerade auch neu dazu gekommen bist. Ich weiß es ja nicht, ob du gerade schon da warst. Ich habe nicht alles mitbekommen. Kann ich hier irgendwie drauf? Wahrscheinlich nur, indem ich mir hier gerade mal so einen Jump Run hinbaue. Oder ich mache eine Treppe hin. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die wir mal ganz kurz eben nutzen könnten. So. Können wir diese Ecke hier genau auf die Kante setzen? Die Antwort lautet ja, es geht. Kriegen wir denn auch eine formschöne Außenecke mit hin? Die Antwort lautet wahrscheinlich nicht. Warum Dach? Ah, shit. Ich werde nochmal hochkramen und das dann nochmal ausprobieren. Die halbe Stunde ist gleich schon wieder rum. Wir haben wieder eine Baufolge hier gezaubert. Träumchen. Aber gut, haben sie ja mit reingebracht und deswegen möchte ich das gerne auch gerade nutzen. Das ist diese... Und was geht denn bei dir ab? Dass es diese Möglichkeit gibt zum Bauen. Habe ich das Ding jetzt? Mal. Tja, das ist nämlich, glaube ich, das große Problem hier, dass es nämlich genau nicht geht auf diesen Dingern. Obwohl das jetzt hier ziemlich gut aussieht. Wenn das jetzt an der Parallele ist, was es natürlich nicht ist, wäre das noch schöner gewesen. Das heißt, wir müssen das noch ein bisschen weiter... Ich weiß, das ist gerade totale Futzelsarbeit hier.
Vielleicht sieht es ja nachher... Okay, ich glaube, das lassen wir. Ich glaube, den Winkel haben wir. Ich probiere mal mein Glück, ob wir das hier weitermachen können. Hat der sich jetzt gerade tatsächlich an der Innenseite hier irgendwie festgetackert? Das wäre jetzt irgendwie blöd. Okay, ernsthaft, es geht wirklich an diese Seite. Oh Gott, nein. Das ist aber die falsche Seite. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Fallout 4 hoffentlich wieder. Bis dahin alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.